Adada, Glückwunsch zum Sieg. 1:0 gewonnen beim FSV Frankfurt. Vielleicht kurz zu dir. Heute dein erster Pflichtspieleinsatz, auch nachdem du jetzt angeschlagen warst. Wie hast du dich gefühlt heute? Erstmal bin ich sehr, sehr froh und glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich glaube, das war das Wichtigste heute. Wir haben uns auch vorgenommen, diese Woche gut ranzugehen und mit 3 Punkten auszufahren. Das haben wir zum Glück geschafft. Zum Spiel natürlich war es kein Sahnestück vom Fußball, aber das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg durch viel Laufen, viel Arbeiten und am Ende auch, dass wir klar im Kopf geblieben sind und die Ruhe bis zum Schluss bewahrt haben. Und ich sage auch, dass das ein verdienter Sieg war am Ende mit 1:0. Danke dir. Ja, Tom, Glückwunsch, 1:0 Sieg beim FSV Frankfurt. Ja, nimm uns ein bisschen mit, wie du das Spiel heute erlebt hast. Boah, ja, also in der ersten Halbzeit hatten wir, denke ich, ein paar Minuten gebraucht, bis wir reingekommen sind. Dann haben wir den Ball laufen lassen und den Gegner laufen lassen. Und ich denke auch, wenn wir das gut gemacht haben, sind wir eigentlich gut vors Tor gekommen. Verliert der Schiedsrichter hier so extrem seine Linie mit der letzten Aktion in der ersten Halbzeit, wo er eigentlich glatt rot zeigen muss. Und ja, dann nach 10 Minuten zeigt er uns in der zweiten Halbzeit gelb-rot und da war es dann eigentlich klar, wie das Spiel laufen wird. Die werden anlaufen, wir werden viel verteidigen. Dass wir dann natürlich so schnell noch eine Elfer zugesprochen bekommen und den dann machen von Markus, das ist natürlich überragend. Also ja, und am Ende haben wir hinten raus alles wegverteidigt als Mannschaft. Ich glaube, jeder hat sich in jeden Zweikampf geworfen, ist gelaufen ohne Ende und ja, jetzt fahren wir mit 3 Punkten im Gepäck nach Hause. Ja, jetzt geht es schon bald weiter, Dienstag schon Pokal, Freitag nächstes Spiel. Wie blickt ihr auf die englische Woche jetzt? Ja, natürlich wollen wir im Landespokal weiterkommen, so wie eben auch letzte Woche. Und das ist unser primäres Ziel, auf das Spiel schauen wir zuerst. Und dann kommt am Freitag VfB Stuttgart, da werden wir dann auch wieder den richtigen Plan an der Hand haben vom Trainer. Und ja, hoffen auch, dass wir das Spiel wieder auf unsere Seite ziehen können. Danke dir. Gerne. Ja, Danny, Glückwunsch zum 1:0 Auswärtssieg beim FSV Frankfurt. Trotz Unterzahl noch einen Sieg geholt. Wie ist dein Statement zum Spiel heute? Ja, ein brutal wichtiger Sieg, der uns jetzt 2 Punkte näher an die Kickers herangebracht hat nach unserer Heimpleite, wo schon an die Jungs genagt hat, wo man schon auch gemerkt hat, es hat was mit den Jungs gemacht. Es war kein tolles Spiel von uns heute, bei weitem nicht. Erste Halbzeit haben wir uns zu wenig durchsetzen können, aber auch auf schwierigem Geläuf gegen einen Gegner, der tief gestanden ist. Das ist alles nicht so einfach und die nur auf den Umschaltmoment warten. Und dann, ja, zu Beginn der zweiten Halbzeit ist halt, kommen wir dann in Unterzahl durch die gelb-rote Karte, auch durch so einen einfachen langen Ball. Und dann gilt es darum, Moral zu zeigen, Kampfgeist zu zeigen. Das hat die Mannschaft gemacht. Und ich bin einfach nur stolz und glücklich, dass wir heute diesen wichtigen Dreier eingefahren haben. Jetzt geht es am Dienstag direkt schon wieder weiter, Pokalspiel in Köllerbach. Wie geht ihr jetzt in das Spiel rein? Ja, das Spiel gehen wir so rein, dass man es klar gewinnen möchte. Ja. Ich habe keinen Bock wieder wie ein Auermacher dann zu zittern. Ich erwarte da und verlange da von der Mannschaft, egal wer da jetzt auf dem Platz steht, dass wir da klar zeigen, wer der Favorit ist. Und wollen wir in die nächste Runde, ist ja logisch. Danke dir.